Einen wunderschönen guten Morgen in Italien. Benvenuto. Und ja, los geht's an einem neuen Tag. 6:30 haben wir es oder kurz vor. Und viel Arbeit wartet auf uns, denn wir wollen es natürlich schaffen. Die 100.000, vielleicht sogar noch in dieser Woche. Man weiß es nicht. Wir nutzen den zweiten Tag der Woche auf jeden Fall, um so richtig Gas zu geben. Mit Heidi, mit Flo und mit Tobi. Hi. Hallo. Buongiorno. Buongiorno. Ja, erst noch ich knüppel mir noch einen Espresso unter die Frisur und dann würde ich habe nämlich schon mal nachgeguckt, ich würde mit Feldspritzen anfangen. Unkraut auf Feld 16 würde ich gerade eben schnell abhandeln. Nein. Wieso? Ja. Weil du die drei Felder düngst in der Zeit, wo ich ein Feld spritze. Na Juti, Kujuti, dann nehm ich den Düngejob. Tobi, nichts mit freiem Willen. Ja. Ach, scheiße. Na, wir hätten ja auch diskutieren können. Ich hab vergessen. Ach, Mist. Die Geräte auszuleihen? Ja. Dann musst du wohl das von Feld 9 nehmen, die Geräte. Ja, das geht aber nicht. Ich krieg ja hier keinen Mist gekauft. Und keine Gülle. Oh, man. Oh, man, Tobi. Kriegt man das gar nicht gekauft, oder was? Aber warte, wir haben doch Geld. Kannst du nicht irgendwie... Oh. Oh. Jetzt ist es ein Auftrag, den man annehmen kann. Oh. Gleich wieder verschwunden. Ja, ich gehe mal da raus. Flo, bist du jetzt alleine in der Übersicht für die Jobs? Ja. Dann also, weiß ich nicht, aber ich... Heidi, ich bin nicht drin. Ich auch nicht. Ich Flo, nicht generier drin. Du mal alleine, bitte. Kommt nix. Ah, jetzt kommt was. Warte. Dann warten wir nämlich einfach mal einen Moment. Das darf war mein ich mal Fehler. Ganz kurz was zwischenwerfen? Aber hätten wir nicht versuchen können, beim Händler was zu leihen an Geräten? Im Prinzip ja. Aber das ist teurer, als das im Auftrag zu leihen. Also jetzt haben wir wieder... Die Aufträge sind da und bei dem Achter kannst du Flüssigdünger kaufen, Tobi. So, genau. Also ja. Ich drücke jetzt mal auf Geräte ausleihen, damit nichts mehr passiert. Vielen Dank, Flo. Ich leihe mir Krubbergeräte aus. Leck des Todes. Hey, der sieht ja ganz anders aus als auf der Übersicht. Was ist los, Tobi? Der ist mal groß. Ja. Ja. Ist das Gewicht für mich oder ist für dich? Das ist für mich. Ja. Du siehst so, als ob du sonst umkippen würdest. Wir müssen nur noch was für Heidi ausleihen, ne? Na, so eine Spritzer, oder? Die... Genau. Wo ist Heidi überhaupt? Ich bin immer noch am Hof. Ach so. Ich mache noch die Betten. seid ihr denn schon alle weg und alles zusammengekramt und nicht, dass ihr jetzt da, ihr sowieso da noch rumfahrt und rummacht. Kannst ja erstmal herkommen. Vielleicht. Naja, ich bin gleich weg. Ich bin weg. Tada! Ich bin nämlich noch in deinem Wagen. Ich brauche nur eine Packung für in deinem Dinge. Wagen angekommen. Da ist Tobi. Stimmig, was du hast mit dem niedlichen Krubber hier, Tobi. Wenn du gerade im Shop bist, kannst du mal gucken, was ich denn brauche. Das ist der auch nicht. Das ist nicht der, der in der Übersicht war. Naja. Das sind ja auch andere Aufträge. Heidi, ja nochmal. Wie andere Aufträge? Ich wollte sagen, wenn du im Shop bist, kannst du mal gucken, was ich an Zeug brauche, an Material. Du brauchst... Was mache ich denn hier eigentlich gerade? Was ist mein Auftrag? Ich dünge, ne? Mhm. Ja, du bleib mal alle ganz entspannt. Können wir das
Können wir das mal aufschreiben? Du brauchst Unkrautvernichtungsmittel. Kaufe ich. Pflanzenschutz. Genau. Flüssig, ja? Ja, bitte. Okay, du hast genauso einen Container wie ich. Bei deinem ist aber unten rechts eine rote Flasche. Gut. So, dann los geht's. Oh. Rote Flasche. Ups. Wer konnte das denn ahnen? Nicht vorwärts laufen jetzt, Heidi. Kann mir einer helfen? Was ist denn los? Vielleicht schaffe ich es auch selbst. Da, hier ist so ein komisches Schild. Das hängt zwischen in meinem Traktor drin und da ist ein bisschen schwierig. Soll ich das Ding hinten rumdrücken oder was? Ja, mein Traktor vielleicht. Warte, ich komme. Und was ist mein Auftrag nochmal? Mein Auftrag ist Düngen Feld 8. Feld 32 Düngen ist Feld fehlgeschlagen? Ich habe nichts gedrückt. Heidi? Ich habe auch nichts gemacht. Okay. Nein, ich habe nichts gemacht. Gucke ich mir gleich nochmal an. Ist das nicht das, das war ich, ja, was du abge... Und dieses, genau. Huch. Ja, genau. Warte, ich komme noch. Nee, das Auto ist voll in mich reingefahren, hat die Lage verschlimmert. Und er ist auch einfach mich komplett weggerammt. Und ohne das, was ist, ist noch weitergefahren. Jetzt kommt der Zug, hallo. Obi hat schon gesagt, die sind hier knallhart, die Autofahrer. Ja, ja. Ja, guck mal, jetzt fährt hier nämlich hier der nächste Idiot in mich rein und drückt mich weiter aufs Schild. Hallo, Tobi. Hallo. Wie du fährst. Ja, irgendwas hat mich hier, warte mal. Wo bist guck mal. Du denn? Hier bin ich. Oh. Ja, das war eigentlich nicht ganz so schlimm, bis dieser komische Typ kam. Und damit meine ich nicht dich. Vielleicht musst du hier auf dem Maisfeld ein bisschen Schwung holen. Na komm. Du musst halt auch, dass du nur so einen Spielzeugtraktor hast. Sag mal. Was für Agro-Lappen hier. Ja, danke. Oh nein, guck mal jetzt, guck, was jetzt passiert. Hast du gesehen? Ja. Ja, wenn wir das noch zweimal machen, dreimal, vier, fünfmal, bis bevor ein Auto kommt, dann... Oh man. Und zurücksetzen ist auch ganz doof jetzt. Die Autos auch nicht anhalten. Warte mal. Na, da kommt ein Auto. Tobi, machst du jetzt gar nichts, Sekunde, oder was? Sekunde. Wo kann man denn den Verkehr ausstellen? Ach so, Moment. Nee. Achso, ich stehe schon so scheiße, das macht nichts mehr. Oh! Ich bin frei! Also ich bin frei wie der Wind! Kann den Verkehr anlassen, ne? Danke! Okay. Ja. Danke, Tobi! Wo ist Feld 8? Oben. Ganz oben. Stimmt, da war ich schon mal. Da war ich schon, also... Da habe ich gestriegelt. Ja, ich war da, glaube ich, düngen oder so. Oder irgendwas anderes gestern. Striegeln. So, jetzt nochmal die Aufgabe überprüfen. Ich habe Feld 20. Q.
Koma. Slagt. Slagt. Hä, Alter, was ist denn los? Hier ist... Was? Warte kurz. Oh, kommt ein Zug. Ja, war ganz schön Verkehr heute Morgen hier, wa? So Hochverkehr. Hier ist Zeug in der ersten Wachstumsstufe. Und ich soll grubbern. Ja. Okay, solange ich Geld dafür kriege, okay. Das ist nicht mein Ding. Das ist ja dann nicht mein Problem. Hä, was ist mit ihm? Das ist doch falsch. Ich glaube, ich fahre auch gerade falsch. Und ich meine dich aber gar nicht, aber okay. Ja, ich fahre wieder oben rum bei Hof Nummer 3. Der Terrakotta-Hof. Der Terrakotta-Hof. Ich kenne nur Panna Cotta. Der Panna Cotta-Hof? Oh ja, das wäre jetzt auch was. Gut, dann grubber ich hier die frische Aussaat weg. Muss der Bauer selbst wissen. Frage ist, ist es richtig? Tja, liebe Leute, jetzt sind wir wieder unter 60, haben 65 haben wir gehabt, also haben wir fast 8000 wieder verloren. Durch meine Dummheit unter anderem. Jetzt sei doch nicht so negativ. Ja, ich würde ganz gerne die 100 schaffen, echt. Ja, das machen wir dann mit Bonkers zusammen. Alter, ich bin so hacklastig. Wahnsinn. So. Ja, aber ich bin skeptisch. Enden. Wieso? Ja, und anschalten. Hier kommt auch kein Fortschritt. Bist du sicher, dass du auf dem richtigen Feld bist? Ja. Ich habe es dreimal überprüft. Aufgabe Feld 20 grubbern. Bereite das Feld 20 durch grubbern auf die nächste Aussaat vor. Ich bin auf Feld 20, das blinkt grün. Hab die zweite Bahn. Okay, das Feld ist groß, aber hab die zweite Bahn gefahren. Das müsste ja mindestens 1% Fortschritt schon sein. Kommt aber nicht. Und außerdem, was ich eben schon gesagt hatte, ist hier so ein Zeug drauf, so ein Getreide in erster Wachstumsstufe, was ich gerade weggrubber. Das macht halt nicht irgendwie... Macht keinen Sinn, ne? Nicht ganz so viel Sinn, ne? Und jetzt fahre ich die dritte Bahn und habe immer noch 0%. Ich glaube, der Bauer weiß nicht ganz, was er will. Ich glaube, wir haben da... Und will mich um mein Geld prellen. Kommst du denn voran, Tobi, mit den Aufträgen? Ja, 20% jetzt. Prozente technisch? Warte mal, ich guck mal schnell, wie es bei mir aussieht. Ich habe auch 24%. Ja. Ihr seht ja bei mir auch nur 0%, oder? Warte, ich habe noch nicht geguckt. 0% Fortschritt. No. Grubbern fällt 20. No. Also besser geht's eigentlich. Also eigentlich. 0%. Ja. Ich meine, ihr seht ja bei mir auf der Karte, dass es locker mehr als 1% sein müssen, was ich jetzt hier schon gefahren habe. Ups.
Ist ja ärgerlich. Tja, woran liegt's? Ärgerlich. Weiß nicht. Vielleicht, also hier das Feld wird auch optisch umgewandelt. Also ich glaube, dass irgendwie da der Bauer seine Aufgabe falsch ausgeschrieben hat. Vielleicht so, wer weiß, vielleicht solltest du gar nicht grobern, sondern. Ja, düngen oder was? Oder sowas, genau. Seltsam. Also das mit den Spritzen funktioniert ganz gut, aber das ist wahnsinnig spritzgutintensiv. Spritzgutintensiv? Naja, also ich finde, dass er ganz schön viel verbraucht. Nee. Frage. Kann man eigentlich die Mengen könnte man ja theoretisch irgendwie irgendwo einstellen, ne? Ich weiß nicht, ob das auf dieser Map auch geht. Hm. Bei dem anderen ging das, ne? Da bei F1 gab es irgendwie eine Einstellung dann. So, 8 ist fertig. Ich fällt 8. Ne, wir essen fällt 8. Ich bin 16. So, was? Was war ich das? Ich bin Dünge, ne? Feld 9, das ist ja gleich nebenan. Ich habe gedacht, ich kann sparen. Ich bin fertig, aber. Wie sieht es aus mit der Aufgabe? Nee, 0%. Tja. Und jetzt? Tja. Umsonst gearbeitet den ganzen Tag? Wahrscheinlich. Was aus Flo's Aufgabe wird, ob es da noch irgendwas gibt oder nicht, wir werden es rausfinden. In der Mittwochsausgabe der Farming Nerds. Und die kommt übrigens schon morgen auf diesem Kanal hier. Also, danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir sind, das glaube ich, merkt ihr auch so ein bisschen, voll im Schlauch gerade. Wir wollen so dermaßen diese Aufgaben hier schaffen, damit unser Konto schnell voll wird und wir ein bisschen weiter agieren können. Eigene Maschinen, eigener Hof, wer weiß das schon so genau. Dass wir scheinbar so ein bisschen maulfaul sind, aber hey, wenn ihr Ideen habt, wie wir unsere Strategie noch verbessern können, schreibt uns in die Kommentare und dann bis morgen am Mittwoch. Tschüssi! Tschö! Ihr Lieben!